So, World Wide Rock 2 ist jetzt dran. Scheiß auf Festhalten, höre ich gerade. Okay, dann geht's los. Ja, genau, ne? Man muss sich ja so ein bisschen abfedern, wenn man dort drauf landet, auf diesem Mattenslider. Zack, boah, ordentlich Geschwindigkeit war auf jeden Fall da. So, jetzt vielleicht noch die Hand nach vorne, um schneller auszulösen. 5,36, das ist auch eine sehr gute Zeit, ne? Die 4,73 unerreicht. Dann zweimal eine 5,25, 5,26 und das ist immerhin die viertschnellste Zeit hier, gerade in diesem Augenblick. Und Elton, du hattest recht, es wurde gerade bestätigt, also keine Strafsekunde drauf beim Team zuvor. Paul Janke hatte also noch Kontakt mit dem Slider. Drei Teams haben wir noch, die jetzt starten müssen, beziehungsweise auf die Matte springen müssen. Und ein Team steht ja schon komplett bereit. Deutschland 2. Es sind schon einige Weltrekorde heute hier gefallen. Und ihr wollt natürlich den nächsten Weltrekord holen. Wir sind sehr gespannt, wie ihr das technisch machen werdet. Bitte schön, die Bahn ist frei. Der Fahnster also, Sven Hannawald, dann ein paar Neulinge, alle extrem sportlich, alle mit der hohen Geschwindigkeit. Wer ist dort runtergekommen? War das Kira gerade? Aber nochmal nachgezogen mit den Händen, 4,82. Das ist die zweitschnellste Zeit hinter den Amerikanern. So, wir gucken nochmal hin. Das Entscheidende ist, dass am Ende alle drauf waren. Also das wird keine Strafzeit geben. Da sehen wir es, Kira Walkenhorst, also schnell wieder drauf. Auf der Linie, alles gut, alles in Ordnung, klasse gemacht, hohe Geschwindigkeit, das war der Grundstein für diese Superzeit und damit der aktuell zweite Rang. Ja, zwar runtergefallen und man mag sich gar nicht vorstellen, wie die Zeit gewesen wäre, wenn ja nicht gebremst wurde durch das Runterfallen. Dann wäre es wirklich eine super Traumzeit gewesen, aber so auch schon mal ganz gut. Der nächste Walk steht bereit, die Kelly Family ist quasi hier. Joey, du hast noch einiges gut zu machen. Ja, Einzel war nicht so gut, aber Vierer jetzt, ich bin gespannt. Ja, wir alle, die Bahn ist frei, bitteschön. Also, die Atlas Safety Shoes, das Team für Irland, Joey und die kleinen Kellys. Auf geht's. Er also, der erfahrene Mann, die anderen aber auch sehr sportlich. Und wenn sie nur die Hälfte seines Ehrgeizes haben, dann wird das jetzt hier auch ein großes Ding. So, sehr gut, abgesprungen. Naja, aber die Masse fehlt vielleicht so ein bisschen, was wichtig ist. Trotzdem eine Fünferzeit, 5,51. Und damit liegen sie auf dem sechsten Rang aktuell. Ah, da kamen ja auch ein, zwei Leute eher von oben geflogen, inklusive Joey Kelly selbst. Also nicht so der Vektor in Richtung nach vorn, wo er dann der Schlitten losrutschen soll. Das hat vielleicht ein bisschen was gekostet. Aber trotzdem, so schlecht sah es nicht aus.